Good morning in the morning. Es ist 7:30. Ich warte auf Jenny. Wir fahren zur Buchmesse. Und wie immer stehe ich vor dem Gutenberg-Gymnasium und die Sonne scheint. Das ist die erste Buchmesse, wo wir hinfahren, wo die Sonne scheint. Fettes Kreuz im Kalender, also wirklich. Ich hoffe mal, dass das Wetter heute jetzt auch so bleibt den ganzen Tag und dass es sich hält und dass es nicht wieder anfängt zu regnen wie sonst. Und ja, meine Sachen sind gepackt. Wo sind sie? Da. Und jetzt warte ich auf Jenny. Und da kommt sie schon. Da ist sie, die Jenny. Da. Wo ist sie denn jetzt? Da, da ist sie. Na dann, ich würde sagen, wir fahren mal los. Bis dann. Auf dem Messegelände. Wir haben noch unseren Kaffee und wir gucken jetzt erstmal so und checken die Lage und so. Mal schauen. Bis dann. So, wir sind jetzt gerade mal draußen auf dem Messegelände. Wir warten jetzt, dass die Signierstunde von Laura losgeht. Und es sammelt sich langsam. Da drin wird es etwas voller inzwischen. Wir sind jetzt schon durch zwei Hallen gelaufen und es wird gerade mega voll auf der Messe. Boah, wie immer. Mal gucken, was der Tag noch so bringt. Und ich würde sagen, bis dann. Auch mal wieder. Wir waren jetzt gerade bei der Signierstunde von der lieben Laura am Drachenmond Verlag stand. Und der Drachenmond Verlag hat leider gesagt, heute werden nur Bücher vom Drachenmond Verlag signiert, also nur Coherent. Coherent haben wir aber schon leider signiert von Laura, also von daher haben wir uns heute nur ein Goodie-Bag abgeholt und lassen uns Disney World dann nachher beim Booktuber-Treffen signieren. Fand ich irgendwie echt ein bisschen uncool, aber egal. Kann ja Laura nichts für. Und dann waren wir gerade nochmal bei Bastei Lübbe, weil wir gedacht haben, wollen wir hier gleich rum? Weil wir gedacht haben, wir gucken mal, ob die gute Bianca Iosivoni da rumspringt. Und wir hatten so ein Glück, sie saß da. Ja, und sie hat mit uns geredet und ihr ein Foto gemacht und sie hat meine Bücher signiert. Und ich freue mich gerade so. Ich habe mich gerade riesig gefreut, dass wir sie getroffen haben und wir haben uns kurz unterhalten. Und ja, ich freue mich schon auf ihr neues Buch nächsten Monat. Wird auf jeden Fall gekauft, definitiv. Wow. Ja, so viel erstmal von uns. Wir bringen jetzt mal ein paar Bücher zum Auto und ja, gucken dann mal, dass wir nochmal in die Glashalle gehen und uns da noch ein bisschen umgucken, weil da waren wir ja heute noch gar nicht. Also bis dann.
just left no food for you to eat. You cannibal, you meat eater, you see. But I have seen the same, I know the shame in your defeat. But I will hold on hope, and I won't let you choke on the noose around your neck.